Hallo, ich bin die Katrin und eine häufige Frage, die mir gestellt wird, ist, darf ich während der Schwangerschaft überhaupt Sport machen oder welchen Sport darf ich machen? Und dazu habe ich gleich mehr für euch. Die Schwangerschaft bringt aber jetzt oft auch Unsicherheiten bei uns Frauen mit sich in Bezug auf Sport. Was darf ich an Sport noch machen? Darf ich überhaupt noch Sport machen? Wie lange darf ich Sport machen? Also grundsätzlich bei einer normal verlaufenden Schwangerschaft, sprich keine Risikoschwangerschaft, wenn vorliegt, kannst du bis zum Schluss Sport machen und ist sogar auch wichtig. Sportarten wären zum Beispiel Aquajogging, Pilates, Yoga, Walken, sogar Krafttraining, natürlich an die Schwangerschaft angepasstes Krafttraining, zum Beispiel hier mit leichten Hanteln, leichte Bänder. Allgemein Bewegung an der frischen Luft ist auch das A und O für dich und dein werdendes Kind. Es gibt nur ein paar Dinge, die du beachten solltest. Also ab der 13. Schwangerschaftswoche solltest du nicht mehr in der Bauchlage trainieren. Du solltest nicht mehr über Kopf trainieren. Du solltest die Adduktoren, also deine Beininnenseite, auch nicht mehr trainieren und nicht mehr so intensiv dehnen. Ab der 15. Schwangerschaftswoche solltest du dann die gerade Bauchmuskulatur nicht mehr trainieren, sondern eher die schräge und dann auch eher haltende Übungen, also keine aufrollenden Übungen mehr. Wichtig ist auch in der Schwangerschaft Rückenmuskulatur zu kräftigen, also eigentlich den gesamten Körper, weil ja bedingt durch die Schwangerschaftshormone alle Muskeln an Spannung verlieren. Dazu zählt aber auch unser Fuß. Auch die Fußmuskulatur verliert an Kraft. Und da kann man ganz einfach durch gezielte Übungen für die Fußmuskulatur, die sind ganz einfach, die kannst du daheim machen, die kannst du in den Alltag einbeziehen, dass du zum Beispiel einfach mal deine Zehen krallst. Das geht sogar im Schuh, an der Kasse, an der Ampel, kriegt niemand mit. Einfach die Zehen ein bisschen krallen, kurz halten, wieder lösen. Oder du gehst auf die Fußspitzen hoch, dass die Fersen in der Luft sind, hältst da auch ein bisschen und senkst wieder ab, das ein paar Mal. Oder du nimmst dir einen Stift, legst den vor dich hin auf den Boden und versuchst den mal natürlich ohne Socken, also barfuß, zu greifen. Hebst ihn ein bisschen hoch, hältst ihn wieder, senkst ihn wieder ab. Natürlich dann immer rechts und links, gleichmäßig verteilt von der Wiederholung. Und was aber auch wichtig ist, ist unser Beckenboden. Der muss einiges leisten in der Schwangerschaft. Da wäre es wichtig, leichte Kräftigungsübungen zu machen, aber auch, dass du wirklich lernst, den Beckenboden wahrzunehmen, dass du ihn auch wirklich entspannen kannst, weil unter der Geburt ist es ganz wichtig, dass du den Beckenboden entspannen kannst. Effektive Bewegungsmuster in deinen Alltag einzubauen, ist auch ganz wichtig in der Schwangerschaft. Dazu zählt, wie hebe ich richtig, wie trage ich richtig, wie stehe ich richtig oder auch wie sitze ich richtig. Da kannst du deinen Beckenboden, deinen Rücken dann entlasten. Aber zu den effektiven Bewegungsmustern, wie wir sie machen, dazu kommen wir in einem anderen Video. Hat es dir gefallen? Dann einfach Kanal abonnieren und Glocke aktivieren.